Hallo liebe FWB-Zuschauer, hier sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Freising im Bild, Ihrem ersten lokalen Stadtfernsehprogramm. Zunächst ein paar Worte in eigener Sache. Wir suchen Mitarbeiter mit angenehmer Stimme für die Vertonung von Werbespots und redaktionellen Beiträgen. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn mich in Zukunft eine nette und hübsche Moderatorin durch die Sendung begleiten würde. Sollten Sie Interesse daran haben oder jemand kennen, der so etwas gerne machen will, rufen Sie uns an unter der Freisinger Telefonnummer im Studio 63304 oder in der Redaktion Telefon 2619. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt recht viel Spaß und gute Unterhaltung in unserer November-Ausgabe und gebe jetzt weiter ins Studio zu Friedhold Metz mit Freising im Bild Nachrichten. Und hier die Nachrichten. Der bekannte Herzchirurg Christian Bernard besuchte dieser Tage das Schlossgut Erching. Bernard, der sich wegen eines Arthritis-Leiden zur Ruhe setzen möchte, führte nach eigenen Angaben 79 Herztransplantationen durch. Jetzt widmet er sich vor allem seiner Farm in Südafrika, wo er das gleiche Fleckvieh züchtet wie Josef Sellmeier auf dem Schlossgut Erching. Bei seinem Deutschlandbesuch nützte er die Gelegenheit, um mit seinem Kollegen in der Landwirtschaft über die Rinderzucht zu diskutieren. Er möchte sich künftig mit Embryotransplantationen bei Rindern beschäftigen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Anke Martini ist aus der Europa-Union ausgetreten. Der Grund? Der Kreisverband Freising der Europa-Union, so die Abgeordnete, ist von der CSU unterwandert und praktisch zum europäischen Zweig der CSU geworden. Ich lasse mich nicht vor einem parteipolitischen Karren spannen, vor dem ich nicht gespannt werden will, erklärt dazu die Abgeordnete. Mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland zeichnete Regierungspräsident Raimund Eberle den ersten Bürgermeister von Langenbach, Johann Holzner, und den Saatzuchttechniker Josef Blank aus. Holzner, der seit 1966 Bürgermeister der Gemeinde Langenbach ist, hat sich um den Aufbau seiner Heimatgemeinde besonders verdient gemacht. Josef Blank auf dem Sektor der Bodenkultur und des Pflanzenbaus. Unser Bild zeigt links Bürgermeister Holzner, Raimund Eberle in der Mitte und rechts den Saatzuchtinspektor Josef Blank. Anlässlich der Friedenswoche fand im Kammerlohr-Gymnasium ein symbolisches Massensterben statt, um die atomare Bedrohung zu verdeutlichen. Oberstudiendirektor Dufter hatte wenig Verständnis für seine Schüler. 30 Schüler hatten sich zum sogenannten Massensterben eingefunden und legten sich demonstrativ auf den Boden. Wir wollen auf die Spannungen zwischen den Großmächten aufmerksam machen, die uns momentan bedrohen, erklärten die Schüler zu ihrer Aktion. Nach 42 Jahren kommt wieder ein deutscher Meister aus der ehemaligen Gewichtheberhochburg Freising. In die Fußstapfen von Sepp Manger, der im Jahre 1941 einen deutschen Meistertitel nach Freising holte, trat der 19-jährige Dieter Bichl, der bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im Mittelgewicht bis 75 Kilogramm deutscher Meister wurde. Dieter Bichl, der für die Spielvereinigung Freising startet, brachte im Reißen und Stoßen ganze 245 Kilo in die Höhe. Mit rund 1200 Gästen feierten die Isar Amperwerke in Angelberg Richtfest für das modernste und umweltfreundlichste Kohlekraftwerk in Bayern. Für rund 780 Millionen Mark, davon rund 150 Millionen für den Umweltschutz, entsteht bei Zolling Block 4 der Leininger Werke, und zwar als erste Anlage in Bayern mit einer Rauchgasentschwefelungsanlage. Wirtschaftsminister Dr. Anton Jahrmann stellte beim Richtfest vor allem lobend fest, dass diese Amperwerke um einen aktiven und realistischen Umweltschutz bemüht sind. Beschäftigt auf der derzeit größten Baustelle in Bayern sind 500 Arbeiter, 35 davon aus der DDR. Abschließend bedankte sich Wirtschaftsminister Jaumann bei allen Bürgern der umliegenden Gemeinden, die nicht versucht haben, dieses Kraftwerk mit allen Mitteln zu verhindern, wie dies heute leider schon die Regel ist, so der Minister.
Im Alter von 52 Jahren verstarb völlig unerwartet der langjährige Präsident der Nachlauf Freising, Max Tuscher. Im Waldfriedhof wurde er von zahlreichen Freunden zur letzten Ruhe geleitet. Max Tuscher war seit 1968 aktiv bei der Nachala tätig. Der Tod ihres Präsidenten hat die Nachala Freising veranlasst, für die kommende Faschingssaison alle Bälle abzusagen, die die Nachala veranstaltet hätte. Wie Oberbürgermeister Dr. Schäfer bekannt gab, entfällt auch der Ball der Stadt Freising. Was die Nachala Freising betrifft, findet erst die nächste Faschingssaison 1985 statt. Oberbayerns Bezirkstagspräsident Georg Klimm feierte dieser Tage seinen 70. Geburtstag. Er gehört dem Kommunalparlament der dritten Ebene seit 1954 an. Der ehemalige Gymnasialprofessor aus Freising ist seit 1960 in ununterbrochener Reihenfolge Präsident des Bezirkstags Oberbayern. Als Mitglied des Stadtrates von Freising in den Jahren von 1952 bis 1978 wurde der Altbayer Klimm 1960 zum Bürgermeister gewählt und übte dieses Amt bis 1978 aus. Der Kommunalpolitiker der ersten Stunde, der auch dem Kreistag von Freising angehört, war von 1974 bis 1979 Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Bezirkstagspräsidenten. Mit militärischem Zeremoniell wurde Oberst Reinhard Kutschewski von Generalmajor Hans-Wilhelm Bornstedt in der General von Stein-Kaserne verabschiedet. Bei dieser Gelegenheit wurde ihm im Auftrag des Präsidenten der Vereinigten Staaten von US-Brigadegeneral Infante die Medaille für besondere Verdienste überreicht. Ein großer Tag für das Flugabwehrregiment 1 in Freising. Der Kommandeur Oberst Reinhard Kutschewski wird mit militärischen Ehren verabschiedet und übernimmt in Landshut die neue Aufgabe als Kommandeur des Verteidigungsbezirkskommandos 66. Eröffnet werden die Feierlichkeiten mit dem bayerischen Präsentiermarsch, gespielt vom Musikchor der Luftwaffe. Nach der Meldung der Paradeaufstellung an den Kommandeur der 2. Luftwaffendivision Generalmajor von Bornstedt schreitet dieser die Front der angetretenen Einheiten ab. In seiner Begleitung Colonel Arnold von der 69. US-Brigade und der scheidende Oberst Kutschewski, der nach 27 Jahren Dienst in den Luftverteidigungsverbänden das Regiment an Oberst Karl-Heinz Kürten abgibt. Erster Redner ergreift Generalmajor Hans-Wilhelm von Bornstedt das Wort. Soldaten und zivile Mitarbeiter des Flugabwehrraketenregiment 1, verehrte Gäste. Wir sind heute hier angetreten, um Oberst Kutschewski, den bisherigen Kommandeur des Flugabwehrraketenregiments 1, in feierlicher Form zu verabschieden und Oberst Kürten als neuen Kommandeur einzuführen. Dieses tun wir in Gegenwart der gewählten Vertreter unserer Bevölkerung und zahlreicher ziviler Gäste. Zu dieser Regimentsübergabe begrüße ich Sie alle herzlich. Ich freue mich, unter unseren Gästen stellvertretend für alle besonders willkommen heißen zu können.
den parlamentarischen Staatssekretär und Bundestagsabgeordneten Herrn Dr. Probst, den Landtagsabgeordneten und Generalsekretär der CSU Herrn Dr. Wiesheu, den Landrat des Landkreises Freising Herrn Schrittenloher und den Oberbürgermeister der Stadt Freising Herrn Schäfer. Nach 3,5-jähriger Tätigkeit als Kommandeur des Flugabwehrraketenregiments 1 verlässt Oberst Kutschewski Freising, um in Landshut eine neue Aufgabe als Kommandeur des Verteidigungsbezirkskommandos 66 zu übernehmen. An seine Stelle tritt der bisherige Kommandeur des deutschen Übungsplatzkommandos Suderbucht auf der Mittelmeerinsel Kreta, Oberst Kürten. Mit diesem Appell hier verabschieden sich Soldaten und Zivilbedienstete des Regiments, Vorgesetzte und Mitarbeiter von einem Truppenführer, der Haltung und Leistung des Regiments wesentlich geprägt hat. US-Brigadegeneral Infante. Herr General, Herr Oberst und Frau Kutschewski, Herr Oberst und Frau Kürten. Ich begrüße alle, die der Überreichung dieser Auszeichnung beiwohnen. Hiermit soll bescheinigt werden, dass der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bevollmächtigt durch die Anordnung der States of America Meritorious Service Medal. And I would like to read to you, please, what the inscription is concerning Colonel Reinhard Kutschewski. Die Verdienste Oberst Kutschewskis gereichen ihm selbst, der 2. Deutschen Luftwaffendivision und der Bundesrepublik Deutschland zur Ehre. Und in diesem Augenblick wird Oberst Kutschewski im Namen des Präsidenten der Vereinigten Staaten eine der höchsten Ehrungen zuteil, die nicht amerikanischen Militärs verliehen werden kann. Er erhält aus der Hand von Brigadegeneral Infante die Medaille für besondere Verdienste überreicht. Als Anerkennung seiner Verdienste um die Waffenbrüderschaft zu den US-Streitkräften, wie es hieß. Wer sich heute alles anmaßt, über Militärpolitik und Verteidigungsstrategie Dogmen zu verkünden, Oberst dabei Reinhard schreckt man Kutschewski selbst vor Diffamierungen und Lügen nicht zurück. Denn wenn jemand sagt, dass wir Soldaten den Krieg wollen, dann ist das eine Lüge. Wir sind für den Frieden und haben dabei mitgeholfen, dass es seit 1945 in Europa keinen Krieg gegeben hat. Wir Soldaten wissen um unseren Auftrag und unsere Verantwortung und werden das Primat der Politik nie in Frage stellen. Alle Dienststellen, Verbände und die Presse haben das Regiment unterstützt, und deshalb gilt Ihnen mein besonderer Gruß. Oberst Karl-Heinz Kürten, gebürtiger Rheinländer, bereits seit 1956 bei der Bundeswehr, zuletzt Kommandeur des deutschen Luftwaffenübungsplatzkommandos auf Kreta, einem NATO-Schießplatz, wird nunmehr als Regimentskommandeur die Truppe übernehmen. Doch auch Oberst Kürten wird bereits im Frühjahr Freising mit dem Regimentsstab verlassen, der nach Lenkries verlegt wird. Ja, gibt's jetzt das auch? Ja, das ist interessant. Was haben wir da? Die machen einen Ausverkauf. Mutter, da müssen wir hin.
Ich sag's ja, da steht halt was Gescheites drin. Ob Information oder Werbung, Freisinger Tagblatt, die Heimatzeitung für Stadt und Landkreis Freising seit 1804. Hey Mirko! Hey Mirko, bleib doch mal stehen! Hey Mirko, wo läufst du hin? Hey Mirko, bleib doch mal stehen! Du, sag mal Mirko, wo gehst du jetzt hin, um sie? Ja, ins Jagdhaus, ist doch logisch, oder? Okay, dann sehen wir uns doch, oder? Ja. Ja, logisch, ins Jagdhaus Freising unter der Hauptstraße 43. Seit dem 12. Oktober, liebe Zuschauer, laufen nun die Bauarbeiten für das neue Landratsamt auf dem vormaligen Gelände des Kloster Neustifts. Damit sind die jahrelangen Unstimmigkeiten um den Neubau dieser Kreisbehörde endgültig beendet. Sehen Sie dazu unseren nächsten Filmbeitrag. Herr Lanzendorfer, was veranlasste die Planung eines Neubaus? Letztlich ausschlaggebend war wohl die Gebietsreform im Jahre 1972, als die Stadt Freising ihre Kreisfreiheit verlor und kreisangehörig wurde. Damit gingen eine Menge Verwaltungsaufgaben auf die Landkreisverwaltung über. Das Landratsamt ist derzeit mit 4 Außenstellen auf dem ganzen Stadtgebiet verteilt und platzt praktisch aus allen Nähten. Ein Neubau war also unumgänglich. Sie erwarben also dieses Gelände, um keine Außenstellen, sondern alles zentral in einem Gelände zu haben. Zu diesem Zweck hat der Landkreis im Jahre 1979 das ehemalige Gelände der Tuchfabrik Feller erworben. Es gab große Schwierigkeiten bei der Planung. Welche Auflagen bekamen Sie vom Landesamt für Denkmalpflege? Welche Schwierigkeiten waren das und welche Alternativen boten sich da an? Ja, da muss einiges vorausgeschickt werden. Ursprünglich war vorgesehen, die gesamte Landkreisverwaltung im ehemaligen Klostergebäude unterzubringen. Das heißt, es mussten das Erdgeschoss, das erste Obergeschoss sowie das zweite Obergeschoss und das Dachgeschoss vollständig als Nutzfläche ausgebaut werden. Das Landesamt für Denkmalpflege brachte in seinen Vorstellungen aber Folgendes zum Tragen. Erstens, dass der Kreuzgang im Erdgeschoss wieder freigelegt wird. Zweitens, sollte im ersten und zweiten Obergeschoss auf die Einbündigkeit bestehen geblieben werden, sodass dadurch sehr viel Bürofläche verloren ging. Noch dazu sollte nach den Vorstellungen des Landesamtes für Denkmalpflege das Dachgeschoss nicht ausgebaut werden. Nach mehreren und wohl auch schwierigen Verhandlungen beiderseits konnte ein Kompromiss derart gefunden werden, dass man sich festgelegt hat, den Kreuzgang im Erdgeschoss freizulegen, das erste Obergeschoss einbündig zu bauen, das zweite Obergeschoss teilweise einbündig und auch zweibündig zu bauen und auf den Ausbau des Dachgeschosses vollends zu verzichten. Was heißt einbündig und zweibündig? Einbündig, das müssen Sie sich vorstellen, dass das ja das ehemalige Klostergebäude früher riesige Gänge hatte, die also eine Breite von 4 Meter haben und nur auf der einen Seite sozusagen als Nutzfläche gedient haben. Diese Gänge wollte man von Seiten des Landesamtes vermeiden und eine zweibündige Bauweise, das heißt den Gang praktisch in die Mitte zu versetzen und dann links und rechts eben Büroflächen zu erreichen. Geplant und genehmigt war ja nur der Umbau des ehemaligen Klosterneustifts. Wie sieht nun die Planung auf dem Gelände der Tuchfabrik Feller aus? Durch diese Maßnahme, die ich eben aufgezählt habe, dass teilweise einbündig gebaut wird und auf den Ausbau des Dachgeschosses vollends verzichtet wird, machte natürlich notwendig, dass der Ostflügel des anschließenden Fabrikgeländes noch ausgebaut werden musste, weil ja erhebliche Büroflächen verloren gegangen sind durch diese neuerdings einbündige
Bauweise des ersten und teilweise zweiten Obergeschosses. Noch dazu musste dann ein Verbindungsbau zwischen Ostflügel, Fabrikgelände und Klostergebäude geschaffen bzw. geplant werden. Soweit ich informiert bin, sind auf dem Tuchfabrikgelände auch Ladeneinheiten, ein bepflanzter Innenhof und im Untergeschoss eine Tiefgarage geplant. Was allerdings heißen würde, dass der ursprüngliche Lauf der Moosach verändert werden muss. Ja, Sie sind jetzt mit Ihren Gedanken schon etwas weiter. Es ist so, man wollte natürlich nicht nur den Ostflügel ausbauen und ihn dann praktisch als Ruine im Raum stehen lassen. Die entsprechenden Gremium, das heißt der Kreisausschuss, hat sich auch im Benehmen mit der Stadt Freising, die ja übrigens Baugenehmigungsbehörde ist, dahingehend abgesprochen bzw. verhandelt, dass man doch das ganze Areal, sprich Fabrikgelände, auch ausbauen soll. Auch wenn jetzt dadurch natürlich größere Mehrkosten sofort auf den Landkreis zukommen. Allerdings haben sich dabei neue Gesichtspunkte ergeben, nachdem ja auch immer die Frage der Stellplätze sozusagen behandelt werden muss. Und wie Sie schon sagten, sollen ja im Untergeschoss Ladengeschäfte errichtet werden und im ersten bzw. zweiten Obergeschoss Büroflächen und daneben auch noch Wohnungen. Hat man daran gedacht, eine Tiefgarage zu errichten, das heißt Tiefgarage im Innenhof des Fabrikgeländes. Was aber wiederum zur Konsequenz hat, dass die derzeit unter dem Fabrikgelände durchlaufende Moosach verlegt werden müsste. Derzeit werden diesbezügliche Überlegungen angestellt, die Moosach südlich des ganzen Areals vorbeizuführen und freizulegen. Das heißt aber in der Konsequenz, dass das derzeit noch bestehende Fabrikgebäude und der neue Teil, der geplant werden soll, mindestens um 15 bzw. 22,5 Meter von Süden nach Norden zurückversetzt werden muss. Erwähnt werden soll dabei noch, dass dominierend sollte bei dem ganzen Landesamtsneubau wohl der Klosterbau bleiben und auch sein. Das Fabrikgelände mit dem Ladenzentrum sollte nur mehr oder weniger eine untergeordnete Rolle spielen dabei. Wenn es um die Auswahl geht, Küchenspezialhaus Hierhager in Gickenhausen und Markt Indersdorf. Das sagt auch die Familie Paul Breitner. Wir haben vor 5 Jahren hier ein Haus gebaut und haben damals von der Firma Hierhager eine Küche gekauft und einbauen lassen und waren sehr zufrieden, sodass wir jetzt wieder auf die Firma Hierhager zurückgekommen sind und uns wieder eine Küche von ihnen einbauen ließen. Eine Küche schöner und praktischer als die andere, mit allen führenden Markenküchen wie Simatic, Pockenpol, Zeiko etc. Küchenspezialhaus Hierhager in Gickenhausen und Markt Indersdorf. Sonderangebot, Grundig-Stereo-Fernseher mit Stereo-Basisverbreiterung, nur D-Mark 1398. Und noch ein Sonderangebot, Beta-Videorekorder mit Bildsuchlauf, nur D-Mark 1098. Wo? Natürlich bei Fernsehfeld in Freising. Eine besondere Art von Modenschau, liebe Zuschauer, konnte man am 1. Oktoberwochenende in der Mehrzweckhalle miterleben. Nach 4 Jahren wagten sich die Hobbyschneiderinnen wieder auf dem Laufsteg und das mit sehr viel Erfolg. Ingrid Keinsbauer, Leiterin dieser Modenschau, bewies damit wieder einmal, dass das Interesse an der Handarbeit in unserer Wohlstandsgesellschaft immer noch einen Platz findet. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze in eigener Sache sagen. Wir wollen mit unserer Hobbynäherei keinenfalls in den Wettbewerb mit den Textil- und Einzelhandel, sprich der Bekleidungsbranche, da draußen in unserer Stadt. Nein, im Gegenteil. Ein selbstgeschneidertes Stück veranlasst, im Geschäft so manches noch dazu zu kaufen. Ich bin davon überzeugt, die Hobbyschneiderei belebt und
trägt den Kauf noch an. Für viele Dinge, bis hin zur neuen Nähmaschine. Es ist eine erfreuliche Entwicklung, dass unsere Freizeit nicht mehr durch Konsumierung aller Art von den Menschen eigentlich genommen wird, sondern dass vielfach durch das Kreative des Menschen zum Ausdruck kommt, dass er etwas schaffen möchte. Nicht hochbezahlte Mannequins schwebten bei der Modenschau über den Laufsteg, sondern Hobbyschneiderinnen, die als Krönung ihrer Mühe die eigenen Modelle vorführten. In der blumengeschmückten Mehrzweckhalle fanden sich neben der Damenwelt auch zahlreiche Vertreter des starken Geschlechtes ein. Den Auftakt bildeten sommerliche Kombinationen, gefolgt von Dirndeln, klassischen Zweiteilern, Hosen, Trachtenjacken, Bauernröcken, Umstandsmoden und eleganten Abendkleidern. Baumwolle, Leinen, Mischgewebe, Wolle, ja sogar edelste Seide und Waschleder wurden unter konkreter Anleitung von Ingrid Kainsbauer verarbeitet. Eine breite Palette von Kleidungsstücken zeigte den Querschnitt durch die Jahreszeiten, jenseits jeglichen Modediktates, vielmehr zugeschnitten auf den jeweiligen Typ der Trägerin. Als Ergänzung zum Selbstgenähten führte die Strickriege von Handarbeiten Benesch aktuelle Stücke vor. Lurex, Angora und Baumwollkombinationen, fantasievoll mit Seilstrick, Federn oder auch Leder kombiniert, bestimmten die Szenerie. Gewissermaßen das Tüpfelchen auf dem I lieferten die Hüte der Firma Eder. Besonders beachtenswert war die Nähleistung der jungen Mädchen, die in romantischen Kleidern oder Kessenkombinationen den Laufsteg betraten. Bereits seit Monaten beschäftigten sich die Schneiderinnen, rund 90 Damen jeder Altersstufe, mit ihren Modellen. Ingrid Kainsbauer achtete dabei besonders auf die exakte Verarbeitung und typgerechte Auswahl von Schnitten und Stoffen. Verschiedene Variationen der Strickmöglichkeiten mit den beiden Fledermausärmeln und streifen Farben, also je nach Idee und Kreation. Hinter der Bühne wirkten Franziska Leintaler und viele andere als fleißige Helferinnen. Musikalisch umrahmt wurde die bunte Schau von der Band Los Mexicanos. Und die Mannequins freuten sich darüber, dass bei ihrer Modenschau nicht die Wespentaille obligatorisch war. Auch die jüngsten Mannequins, von der Mutti benäht, ernteten großen Applaus beim Publikum. Das Hobby für die ganze Familie. Teppichknüpfen leicht gemacht. Knüpfer nur D-Mark 29,50. Zu haben bei Eddy Carton in Freising. Telefon 44 16. Er irrte 10 Tage in der Wüste herum. Seine Kehle war so trocken wie der Sand, auf dem er lag. Er hätte gerne eine Preiserhöhung für das Wasser um 15% in Kauf genommen,
wenn man ihm solches gegeben hätte. Nun, in Freising schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Wir haben genug Wasser und ob die Preiserhöhung des Wassers um 15% gerechtfertigt ist, wird Ihnen nun Direktor Schwindl von den Stadtwerken in einem Gespräch mit Hans Wappel erläutern. Herr Schwindl, Sie sind Direktor der Stadtwerke in Freising und damit auch für die Wasserversorgung verantwortlich. In einer Zeit, wo jeder vom Sparen redet, in dieser Zeit also, da langt die Kommune mal wieder kräftig dem Bürger in die Tasche mit 15% Wasserpreiserhöhung. Warum wird das Wasser um 15% teurer? Können Sie uns da etwas zu sagen? Ja, da möchte ich zunächst einmal voraussetzen, dass natürlich also der Begriff Prozente bei der Beurteilung einer Teuerung grundsätzlich nicht ganz richtig ist, sondern man muss ausdrücken in Mark und Pfennig, wie belastet es nun den Einzelnen, und da muss man sagen, es macht 15 Pfennig pro Kubikmeter aus. Der Kubikmeter Wasser ist eine Tonne Wasser, die frei ausgeliefert wird in jede Höhe, in das Stockwerk hinauf, und da setzen wir ein, überlegen, was nun eigentlich wirklich eine Mark 15 ausmacht. Das heißt also, sagen wir, der Wasserpreis ist an sich im Budget des Einzelnen doch die untergeordnete Position, während das Wasser selber sehr wesentlich ist. Erstens einmal als Lebensmittel natürlich und zweitens im hygienischen Bereich ist ja gar nicht mehr wegzudenken, was man an Wasser braucht. Das heißt also, man darf, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass man sagt, hier wird eine Teuerung von 15% den Einzelnen enorm belasten, sondern man muss davon ausgehen, das macht 15 Pfennig aus pro Kubikmeter. Sie sprachen von 300.000 Mark Defizit. Ja. Bei, wenn ich richtig verstanden habe, 2 Millionen Kubikmetern. Ja, 2 Millionen und 230 Kubikmeter. Ja, bedeutet das, dass die Gesamteinnahmen ungefähr so um die 2,5 Millionen für Wasser sind? Ganz richtig, jawohl. Und 15% dieser Summe haben Sie jetzt aufgeschlagen. Naja, denn das sind diese 300.000 Mark Defizit. Diese 300.000 Mark Defizit, also sagen wir roh ausgedrückt, ja. Das ist natürlich ein bisschen präziser. Wir haben ja auch nicht das ganze Jahr, nicht wahr, also sagen wir, die Wasserpreiserhöhung, sondern erst ab 1. März. Und, aber im Prinzip und ganz eindeutig oder sehr deutlich dargestellt ist das, Defizit macht etwas über 300.000 Mark aus. Wasserabgabe, nutzbare Abgabe liegt etwa bei 2 Millionen, natürlich etwas darüber, aber dann gibt sich automatisch fürs Jahr eine Mehrbelastung von 15 Pfennig, um das Defizit im Wesentlichen aufzufangen. Ja. Wenn ich jetzt mal auf die fiktive Frage komme, was mache ich, wenn ich nicht einverstanden bin mit dieser Wasserpreiserhöhung? Könnte ich mir zum Beispiel auf meinem Grundstück einen eigenen Brunnen bauen und mich unabhängig von den Wasserwerken der Stadt Freising machen? Die Wasserversorgung erfolgt nach einer Ortssatzung. Diese Ortssatzung hat einen Benutzungs- und Anschlusszwang. Das heißt also, derjenige, der im Bereich der erschlossenen Gebiete ist, also eines erschlossenen Gebiets, das heißt also im Stadtgebiet oder auch draußen bei uns in diesen örtlichen Gemeinden, also sagen wir Sünzhausen oder Tintenhausen oder so weiter, diese Gemeinden sind voll mit Wasserversorgung erschlossen. Dort ist der Anschlussnehmer verpflichtet, seinen gesamten Wasserbedarf aus dem Netz zu decken. Es gibt Ausnahmen. Ausnahmen können gewährt werden aus bestimmten Gründen heraus, also zum Beispiel nehmen wir an, irgendwie für Kühlwasser oder sonst irgendwas. Aber im Wesentlichen ist einer gehalten, also seinen Wasserverbrauch aus unserem Netz zu decken. Das hat erstens einmal den Sinn, dass die Hygiene gesichert ist, weil die Eigengewinnung des Wassers ist natürlich, wenn Sie einen Brunnen schlagen, zum Beispiel in Ihrem Haus oder im Garten, haben Sie ja kein Schutzgebiet. Das heißt also, sagen wir, dieses Wasser, das Sie gewinnen, ist der Einflussnahme von außen zugänglich. Es kann also irgendwie, es kann kontaminiert werden durch Bakterien oder beziehungsweise andere toxische Stoffe, also giftige Stoffe. Es wird auch nicht permanent untersucht. Wird auch nicht untersucht, es wird auch nicht kontrolliert. Also ich meine, im Interesse des Einzelnen liegt also erstens einmal die Forderung, dass er unbedingt seinen Wasserverbrauch aus unser Netz decken muss. Da kommt natürlich noch ein anderer Gesichtspunkt dazu, dass eine zentrale Trinkwasserversorgung nur dann möglich ist, wenn sich die Gemeinschaft daran beteiligt. Das heißt also nicht, der eine sagt, ja, mir passt nicht oder ich habe eine andere Möglichkeit oder sonst irgendwas. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würden die Kosten auf Einzelne umzuwälzen wären und wären untragbar. Das heißt also, wenn ich darauf zurückkomme, diese Monopolstellung der Wasserwerke hat schon ihre Berechtigung aus gesundheitspolitischen Gründen, aus Gründen der Gemeinsamkeit der Kommune. Also es ist also nicht irgendwie gemacht, sagen wir mal so wie üblich, Monopol aufzubauen.
denn die Untersuchungen, die ja bei Ihnen durch das Gesundheitsamt permanent gemacht werden, nehme ich an, die könnte ja bei einem eigenen Brunnen nicht gemacht werden. Ja, ich meine, es könnte ja theoretisch auch im eigenen Brunnen gemacht werden, aber das Problem ist, sind nicht die Untersuchungen, sondern das Problem ist die Einrichtung eines Schutzgebiets. Weil es ist ja so, also ich meine, alle Untersuchungen sind ja Momentaufnahmen. Das heißt, also zum Beispiel das Wasser kann jetzt momentan völlig einwandfrei sein, kann aber in der nächsten Viertelstunde nicht wo kontaminiert sein, mit Bakterien infiziert, also sagen wir auch pathogene Bakterien, das heißt krankheitserregende, oder kann durch Giftstoffe oder sonst irgendwas verunreinigt sein. Jetzt haben wir immer, wir haben Momentaufnahmen. Und um eine laufende, einwandfreie Qualität des Wassers zu gewährleisten, ist ein Schutzgebiet notwendig. Das heißt also, das Schutzgebiet muss so groß sein, dass also der Wasserzulauf eine bestimmte Zeit braucht, bis er zur Förderung kommt, sodass man also genügend Zeit hat, um einzugreifen bei einem, zum Beispiel bei einem Schaden, nehmen wir an, zum Beispiel bei einem Ölunfall oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Das heißt also, man verlangt, dass also eine gewisse Laufzeit da ist, sagen wir 50 Tage oder irgendwas. Und dieses Schutzgebiet kann in der Regel ja in der Nähe eines Gebäudes oder irgendwie bei einer Oberflächenwassergewinnung nicht gewährleistet sein. Jetzt, um das Gespräch jetzt abzuschließen, möchte ich eigentlich feststellen, nachdem ich diese Zahlen gehört habe, 300.000 Mark minus derzeit, was durch diese 15% Wasserpreiserhöhung wieder gedeckt werden soll. Es kommen neue Investitionen, es kommen also auch neue Wasserpreiserhöhungen, wenn ich das so sehe. Aber alle diese Geschichten haben sicher nichts damit zu tun mit Ihrem Neubau, den Sie betreiben. Typografie heißt Schrift und Schrift heißt Ausdruck eines ganz bestimmten Charakters. Vom Satz über die Montage bis hin zum fertigen Produkt. Egal ob für Bücher, Broschüren, Prospekte, Anzeigen oder elegante Visitenkarten. Typo Gratzl, Ihr Fachmann in allen Fotosatzfragen. Nicht, dass Sie glauben, ich bin hier eingegangen. Nein, ganz anders. Ich stehe zwischen zwei Muskelmännern. Das soll natürlich nicht heißen, dass ich weniger Muskeln habe, aber es klang halt noch nicht ganz. Zu meiner Rechten der Herr Neisch, Besitzer des Fitnesscenter Bodyfit. Zu meiner Linken der Herr Josef Büttner. Man sieht es ihm an, er ist in diesem Sport zu Hause und ein Profi. Herr Neisch, ein paar Worte zum Herrn Büttner. Es gibt ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten. Er ist nämlich zu Hause in der GSSR. Wie kommen Sie zu so einem Klassemann, Herr Neisch? Ja, ich habe ein bisschen Glück gehabt. Bei uns ein Mitglied hier im Bodyfit Center, der ist aus der Tschechoslowakei. Und der ist mit Herrn Büttner zusammen in die Schule gegangen. Und die Schulfreundschaft, die hat weiterhin angehalten bis zum heutigen Tage. Und zu deswegen komme ich zu solch einem Weltklasse-Mann. Er ist ja zum ersten Mal jetzt in Deutschland und gleich nach Freising gekommen. Was hat er zum Beispiel in der GSSR schon für Erfolge gehabt? Er war 1982 war er Zweiter in der tschechischen Meisterschaft. Dann hat er sämtliche Regionalmeisterschaften gewonnen, was in der Tschechei zu gewinnen war. Und am 16. Oktober hat er einen zweiten Platz gemacht in der internationalen Ostblockmeisterschaft. Das heißt also, wenn so ein Mann bei uns in Deutschland hier wäre, glaube ich, an den obersten Ranglisten zu finden, oder? Absolut. Gut. Ja, und was müsste ich jetzt zum Beispiel machen, um so einen Körperbau zu bekommen? Oder was muss man überhaupt tun, um sich so fit zu machen mit dem Körper? Das erste ist, eine hochwertige Ernährung anzufangen, dass man dementsprechende Nahrungsmittel in etwas mehrerer Form zu sich nimmt und minderwertige Nahrungsmittel meidet. Das soll nicht heißen, dass man jetzt übermäßig viel essen muss, sondern ganz normal weiter isst, aber mehr auf hochwertige Nahrungsmittel achtet. Und dann ein ausgewogenes Training, in der Regel 3 bis 6 Mal, je nach Form und Körpertyp, muss man dann dazu absolvieren.
Das heißt also, wenn man hier in Freising sowas machen will, Sie haben ja Ihr Fitnesscenter in der Luckengasse, stehen Geräte und desgleichen zur Verfügung, um so einen Körper zu bekommen. Ist das richtig? Absolut. Wir sind mit den Geräten, sind wir für den breiten Fitnesssport voll ausgelastet und ausgerüstet, bis hin, dass wir hochgradiges Wettkampf-Bodybuilding absolvieren können. Gut, Herr Neisch, ich bedanke mich recht herzlich. Liebe Zuschauer, vielleicht sehen Sie mich in einer der nächsten Sendungen dann ein bisschen breiter. Wir machen jetzt weiter in unserem FIB-Programm. Mei, so surfen, was hat man keiner. Nichts einfacher als das. Auf geht's zur einzigen vom Deutschen Segelverband lizenzierten Surfschule in Freising. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Freisinger Surfschule ist für alle da. Unser politisches Streiflicht, liebe Zuschauer, stellt diesmal den Freisinger Block vor. Und ich darf dazu unsere Studiogäste begrüßen. Es ist der Herr Gessel, Sie sind Geschäftsführer und erster Vorsitzender des Freisinger Blocks, und den Herrn Dr. Völlinger, Pressereferent des Freisinger Blocks. Im Juli diesen Jahres hörte man ja zum ersten Mal den Begriff Freisinger Block. Herr Gessel, wie kam es dazu? Am 12. Juli kam es zur Trennung innerhalb der CSU-Fraktion. 9 Mitglieder der CSU-Fraktion spalteten sich von der CSU-Fraktion ab und bildeten dann die eigene Fraktion Freisinger Block. In der Folgezeit stellten wir Überlegungen an, ob wir weitermachen sollten nach der ablaufenden Periode oder aufhören sollten. Wir kamen dann zum Ergebnis, wir machen weiter und gründeten dann den Verein Freisinger Block, und zwar die Gründung war am 9. August. Aber er ist noch nicht eingetragen? Er ist noch nicht eingetragen, er wird eingetragen nach unserer Mitgliederversammlung. Die am, glaube ich, 3. November? Die am 3. November stattfindet. Herr Dr. Völlinger, Ziel des Freisinger Blocks, was hat sich der Freisinger Block vorgenommen? Der Freisinger Block möchte allen Bürgern, die sich für Kommunalpolitik interessieren, und zwar vorrangig nur für Kommunalpolitik, die Gelegenheit geben, ihr Interesse in die Tat umzusetzen. Wir werden das sowohl in der Stadt als gegebenenfalls auch im Landkreis Freising tun. Und ich glaube, das Interesse, das unserem Verein jetzt entgegengebracht wurde, rechtfertigt unsere Hoffnung, dass wir mit unseren Bestrebungen erfolgreich sein würden. Die Eintragung, sagten Sie, als Verein ist im November. Wie viele Mitglieder zählt denn nun der Freisinger Club mittlerweile? Unser Verein hat einen starken Zuspruch gehabt, und wir konnten bereits zehn Tage später, nach der Gründung des Vereins am 19. August, unser 100. Mitglied begrüßen. Und nun zählt der Verein bereits über 300 Mitglieder, und alle Schichten der Bevölkerung sind hier vertreten: Arbeiter, Angestellte, Beamte, Rentner, Selbstständige und auch Studenten. Ja, man kann im März 1984 bei den Kommunalwahlen mit Sicherheit einen heißen Kampf erwarten. Die Freisinger Bevölkerung bekam ja schon, allerdings auf eine sehr humorvolle Art, ein bisschen einen Vorgeschmack. Vielleicht können wir die Technik bitten, uns einmal das kommunalpolitische Tauziehen während des Volksfestes einzuspielen, und wir schauen uns das einmal ganz kurz an. Der Freisinger Block erlebte am Volksfest donnerstags seinen ersten Einbruch. Beim kommunalpolitischen Tauziehen in der Pause des Fußballspiels zog die CSU-Mannschaft dem Block förmlich die Füße weg. Ja, Herr Dr. Völlinger, was lässt sich nun der Freisinger Block zu den Kommunalwahlen einfallen, damit er nicht wieder wie hier auf dem grünen Rasen über die Auslinie hinausrutscht? Sie dürfen ganz sicher sein, dass wir uns was einfallen lassen. Ein Teil davon
war dieser taktische Schachzug, den Gegner in Sicherheit zu wiegen. Im Übrigen darf ich natürlich darauf hinweisen, dass am 18. März nicht gewogen, sondern gezählt wird. Ja. Und da werden wir so dastehen. Das ist gut. Am Ende vielleicht unseres Gesprächs noch eine Frage. Man hört von einem millionsten Mitglied, man hört von einem Wahlsatz oder von einem Satz, den sich der Freisinger Block als Prämie vorgenommen hat. Was passiert mit dem 1-millionsten Mitglied? Wir haben versprochen, dass 1-millionste Mitglied bekommt einen Rolls-Royce, und was wir versprechen, das halten wir auch. Ich darf Ihnen recht herzlich für das Gespräch danken. Drucken und Drucken ist zweierlei, ob in der Freisinger Künstlerpresse mit alten historischen Handpressen, wie hier zum Beispiel Motiv Freisinger Bär, oder in den neuen Produktionshallen mit modernen, kostensparenden Druckmaschinen. Denken Sie daran, Bode Drucks in der halben Zeit. Freisinger Druck und Werbung Schwalbenweg 1. Wohin geht er? Wohin geht sie? Wo gehen die bloß alle hin? Natürlich zum Igel. Bistro Landshuter Straße, Telefon 63 441. Der nächste Winter kommt bestimmt, liebe Zuschauer. Nach diesem Motto rüsten sich viele Autofahrer samt Fahrzeug für die vielleicht kalten und weißen Monate. Damit auch Sie sicher durch den Winter kommen, schauen Sie sich jetzt unseren nächsten Beitrag an mit ein paar Tipps für ein winterfestes Fahrzeug. Und zu diesem Thema, liebe Zuschauer, haben wir uns natürlich einen Fachmann vor die Kamera geholt. Herr Biesendorfer, Sie sind Kfz-Meister und können unseren Zuschauern einige Tipps für ein wintertaugliches Auto geben. Ich glaube, ein wintertaugliches Auto fängt bei der Bereifung an. Meine erste Frage an Sie, muss man nun so einen Winterreifen haben oder genügt auch ein guter Sommerreifen? Na, ich würde sagen, es kommt auf das Fahrzeug drauf an. Ist es zum Beispiel ein frontangetriebener Wagen, ist natürlich besser für den Winter als wie ein heckgetriebenes Fahrzeug. Aber ich würde generell empfehlen, Winterreifen zu kaufen, mit Felgen. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem Fahrzeug, ich glaube, ich habe gute Sommerreifen auf meinem Fahrzeug. Wie kann ich feststellen, ob ich bei unseren Verhältnissen mit diesen Sommerreifen durch den Winter komme? Ja, am besten wäre es, in die Werkstatt zu fahren oder zum Reifendienst und die Profiltiefe zu prüfen. Ab 4 mm Reifenprofil können Sie noch hernehmen praktisch. Da gibt es diesen Magel-Test, wie schaut der aus? Stecken praktisch einen Markstück rein, und wenn Sie die Jahreszahl, also die Zahl sehen vom Markt, dann können Sie den Reifen vergessen. Wieder im Sommer dürfen Sie danach wegschmeißen praktisch. Und im Winter natürlich so total ja. Nicht mehr okay. Zu gebrauchen. Der Schneekönig unter den Winterreifen. Goodyear Ultra Grip 2. Erhältlich bei Lindner KG Reifen und Autoservice. Ich habe von einer Mischbereifung etwas gehört. Was heißt es im Einzelnen? Mischbereifung speziell ist einmal Radialreifen und Diagonalreifen. Was heißt Diagonal und Radialreifen? Das ist praktisch ein Unterschied zwischen Gürtelreifen und Normalreifen, also kein Gürtelreifen. Die werden ja bei uns jetzt praktisch schon gar nicht mehr verkauft. Das sind für ganz alte Fahrzeuge, die haben noch die Diagonalreifen dran. Und das ist verboten bei uns, dass die fahren, weil der Aufbau vom Reifen anders ist. Sie dürfen aber zum Beispiel, was nicht verboten ist bei uns, ist zum Beispiel Winterreifen vorne und hinten Sommerreifen oder umgekehrt. Aber ich würde generell davon abraten, weil sie ja das Fahrverhalten also zum Negativen beeinflussen können. Gell? Thema Schneeketten. Es gibt sehr viele Schneeketten auf dem Markt. Jeder hat sie vielleicht im Auto drin oder nicht, wenn es soweit ist. Was muss man berücksichtigen, wenn man mit Schneeketten in den Winter fährt? Was soll man vorher überhaupt damit tun? Ich würde die Schneeketten erst einmal montieren. Also im Trocknen erst einmal probieren, dass ich ein bisschen Übung drauf bekomme. Kleines Training, ja. Und dann vielleicht einmal, wenn sie mal auch draußen im Schnee einmal probieren. Gell? Das ist das Wichtigste vor allem mal. Und dann, wenn sie eine Zeit lang gefahren sind, nach ein paar Minuten die Schneeketten nachspannen, dass sie nicht angehen oder irgendwie was anschlagen. Gell? Und vor allem auf Aluminiumfelgen keine Schneeketten drauf tun. Ah ja, das ist sehr interessant. Zum Thema Schneeketten eine kleine Verbraucherinformation.
Erlau Schneeketten überzeugen mit der neuartigen Klickmontage durch Leichtigkeit der Handhabung und durch sekundenschnelle Montage. Erlau Schneeketten je nach Reifengröße schon ab DM 176 50. Natürlich bei Hans Hertinger KG, das Haus für Autozubehör, Freising, Obere Hauptstraße 26. Thema Frostschutz, Herr Bissendorfer. Ab wann brauche ich einen Frostschutz und wie geht das vor sich, Frostschutz in den Kühler reinzugeben? Es ist normalerweise so, dass die heutigen Fahrzeuge Frostschutz schon drin haben im Kühler. Prüfen würde ich ihn auf jeden Fall und zwischen nach 2 bis 3 Jahren wechseln. Kann ich das selbst prüfen? Das können Sie normalerweise nicht selbst prüfen. Sie müssen in die Tankstelle oder in die Werkstatt fahren und das prüfen lassen. Weil früher haben wir das ja mit Finger gemacht, wenn es süß war, dann war Frostschutz drin, ist aber giftig, das soll man nicht machen. Gell? Also nicht zu empfehlen. Nicht zu empfehlen, ist ja, zu genau. Probieren. Gut, jetzt, wenn ich zum Beispiel glaube, ich muss in mein Fahrzeug Frostschutz reintun, kann ich das selbst machen oder soll ich da wiederum eine Werkstatt aufsuchen? Ja, wenn Sie sich ein bisschen auskennen, dann können Sie es selber machen, aber am besten ist eine Werkstatt, weil unter Umständen das Kühlsystem entlüftet werden muss. Ah ja. Gut, Frostschutz, die eine Sache, zum zweiten Scheibenwischer. Wasser oder auch Blätter. Was muss ich in die Scheibenwischanlage geben, damit ich keine Probleme bei sehr tiefer Temperatur habe, sehr niedriger Temperatur? Ja, ganz einfach, da gibt es also im Zubehör oder auch in den Werkstätten, gibt es spezielle Mittel, wo man reintut, die wo das Einfrieren verhindern und auch einen Reinigungseffekt noch haben. Wie ist das mit Spiritus? Spiritus kann man reintun, aber es schmiert ein bisschen. Das ist nicht. Manche tun es und sind zufrieden damit, aber am besten ein Mittel, wo es im Zubehör gibt. Ah ja, in der Werkstatt. Gut. Ein weiteres Thema oder ein Problem, das ja sehr viele Autofahrer im Winter haben, Startprobleme. Welche Ursachen und wie kann ich dagegen vorgehen? Was sind die Ursachen, wenn das Auto im Winter nicht anspricht? Ja, es kann zum Beispiel, das erste Mal kann die Batterien sein. Die Batterie sein, dass die schlecht ist. Wenn sie mal 3, 4 Jahre alt ist, gehört es normalerweise raus. Ich würde in die Werkstatt fahren, würde die Batterie vor Winter, bevor es kalt wird, überprüfen lassen. Oder zum Beispiel Zündkerzen, die können verschmutzen, speziell bei Kurzstreckenverkehr auswechseln lassen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der Motor recht verschmutzt ist, dass sogenannte Kriechströme im Motor entstehen, also in der Zündanlage. Und da geht der Motor wäschig gemacht und der Motor versiegelt, dann kann sowas nicht passieren. Eine weitere Sache ist dieser Unterbodenschutz. Wir wissen ja alle, Salz auf den Straßen nagt an der Karosserie und die Rostbildung ist dann meistens nicht mehr aufzuhalten. Was kann ich da dagegen tun? Ich würde den Unterbodenschutz von einer Fachwerkstatt überprüfen lassen, wenn es geht, rauswaschen und nachspritzen. Herr Bissendorfer, dünneres Motoröl für den Winter, was heißt das? Ja, es gibt heute zum Beispiel die sogenannten Mehrbereichsöle, zum Beispiel 1040 oder 1540. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das im Winter reinzutun, weil das 30er oder 40er Öl, wenn Sie normales Öl hernehmen, es ist zu zähflüssig. Es setzt dem Motor zu viel Widerstand entgegen und praktisch nimmt der Batterie zu viel Kraft. Genügt es, wenn ich da einfach in den Motorblock dünneres Öl reinschütte oder ist ein Motorölwechsel notwendig? Es sollte ein Motorölwechsel vorgenommen werden. Aber wie gesagt, die meisten Autos, ich möchte 99% haben heute schon Mehrbereichsöl drin. Also ist das vielleicht nicht notwendig. Man sollte vielleicht noch daran denken, dass man speziell all ältere Fahrzeuge von Sommer auf Winterbetrieb umstellt. Wie funktioniert sowas? Ja, am besten die Betriebsanleitung vom entsprechenden Fahrzeug danach schauen. Manchmal wird der Luftfilter umgestellt auf den Auspuffkrümmer, manchmal wird nur eine Klappe umgestellt. Es ist von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden. Was kann man sonst noch alles im Auto mitführen, um sicher durch den Winter zu kommen, so Kleinigkeiten? Ich würde vorschlagen, einen Eiskratzer mit einem Schneebesen und vor allem einen Türschlossenthaler, den man natürlich in die Manteltasche steckt, nicht ins Fahrzeug rein. Also mit der sonst greift da nämlich nichts, wenn man außen aufmacht und genau. Ein Eiser im Auto drin ist. Genau. Ja, ich glaube, wir haben Ihnen hier ein paar Tipps geben können, liebe Zuschauer, um wirklich sicher durch den Winter zu kommen. Die einzelnen Sachen, um das Auto wintersicher zu machen, wir haben es gehört von Herrn Bissendorfer, ist vielleicht empfehlenswert, in die Werkstätten zu gehen, wie zum Beispiel hier, Autohaus Bissendorfer in der Erdinger Straße. Ja. Herr Bissendorfer, ich darf mich bei Ihnen recht herzlich für das Gespräch und für die Tipps bedanken und wir, liebe Zuschauer, machen weiter in unserem Programm. Ja.
Schenken Sie sich doch einmal Ruhe und Entspannung oder lassen Sie sich mit einer Kosmetikbehandlung selbst bei Frau Fink verwöhnen. Und für die sportliche Bräune, die Sonnendusche. Holen Sie sich Ihren Schönheitscoupon direkt in der Kosmetikpraxis Edith Fink, Ziegelgasse 23. Ja, wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung. Freising im Bild schlägt jetzt noch einmal mit Wucht zu, wie es ja erst kürzlich in der Süddeutschen Zeitung gestanden hat. Und zwar mit einem wuchtigen Kräftemessen in Nandlstadt auf der Zeilhofbahn. Ich darf mich jetzt von Ihnen schon recht herzlich verabschieden und würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten FIB-Sendung wieder dabei sind. Bis dahin, pfiat einer Gott und auf Wiedersehen. Trecker Trek heißt ein seit etwa 5 Jahren vor allem in Norddeutschland beliebter Wettkampf, der sich unter der Führung der deutschen Trecker Trek Organisation DTTO zu einem Motorsport entwickelt hat. Trecker Trek ist eine junge Sportart, die also von Leuten ausgeübt wird, denen der Beruf die Arbeit mit Ackerschleppern und deren Technik täglich aufzwingt. 1980 sind wir nach England gefahren, Vize-Europameister gemacht, 81 zweifachen deutschen Meister, 82 zweifachen deutschen Meister. Und dieses Jahr ist uns der Hattrick nicht gelungen, sind wir nur in die eine Klasse deutsche Meister geworden. Also ich bin voll zufrieden. Den Hobbykonstrukteuren waren nämlich keine Grenzen gesetzt. So sind frisierte PS-Saurier mit bis zu 24 Zylindern, 2000 PS und 12 Flugmotoren entstanden. Aber auch die brave Bauernformel darf sich beteiligen, eingeteilt in 4- und 6-Tonner, und manch einheimischer Schlepperfahrer mit seinem Serienfahrzeug hat sicher Lust, einmal etwas anderes heimzufahren als Heu, Mais und Hopfen, nämlich einen schönen Pokal. Unter normalen Verhältnissen ist er hundertprozentig, können wir unser PS auch am Boden bringen. Heute Morgen haben wir mehr als Schlitten gefahren. Wir haben sich mittlerweile ist die Sonne durchgekommen und die Bahn ist jetzt besser geworden. Wir hoffen aber heute ersten Platz, ja, hoffen wir, aber werden wir wohl nicht schaffen. Wird der Grimonster wohl schaffen mit seinem Flugzeugmotor mit 1400 PS. Da sind wir mit unserem frisierten Dieselmotor sind wir unterlegen. Wir haben zwischen 700 und 800 PS. Werden wir wohl nicht mithalten können, aber wir werden versuchen, Paroli zu bieten. Und es war in diesem Jahr das erste Mal hier in Nandlstadt. Vorgesehen war in Dachau und ist ausgefallen und gesagt, der ADAC hat sich bereit erklärt, auf diesem Gelände hier Trecker-Trek erstmal hier unten zu machen. Wir fahren einen Motor der Firma Allison, das ist ein Flugzeugmotor mit 12 Zylinder und 27 Liter Hubraum, der ca. 1400 PS bringt. Der Schlepper an sich ist komplett ein Eigenbau-Schlepper, wobei allerdings die Vorderachse, für Kenner, die wissen, dass er aus einem Mähdrescher stammt, der Rahmen ist selber konstruiert und selber zusammengeschweißt. Dann ist eine amerikanische Hayes-Kupplung integriert, dazu ein amerikanisches Fuller-Getriebe, welches aber in deutschen LKWs wie Büssing und Henschel eingebaut gewesen ist. Und die Hinterachse ist wiederum aus einem LKW, aus einem 30 Tonnen Einachskipper. Und wie gesagt, das alles zusammen ist so in Eigenbau zusammengestellt worden. Und wir sind also, wie gesagt, jetzt zuverlässig mit diesem Gerät jetzt hier auch vorne mitzufahren. Ich bedanke mich. Bitte. Wie läuft nun das sportliche Gaudium ab? Es gilt mit den Traktoren einen bis zu 22 Tonnen schweren spezial konstruierten Bremswagen auf einer 100 Meter langen Wettkampfbahn so weit wie möglich zu ziehen. Vom Start weg bewegt sich ein Ballastbehälter fahrgeschwindigkeitsabhängig nach vorn und drückt somit immer mehr auf die vorn angebrachte Bremskufe. Die Erreichung der 100 Meter Marke gelingt somit nur Ausnahmekönnern. Damit gerechnet, dass Sie hier eventuell siegen würden, nicht? Nein, gerechnet hat man nicht, aber im Stillen haben wir gehofft. Wie haben Sie das zu Wege gebracht?
Ja, haben einen richtigen Joker gesetzt. Ja, Gewicht habe ich nochmal umgehangen. Mal 3 Zentner nach vorne hin. Ich glaube, da hat den Sieg gebracht. Nächstes Mal ist er wieder dran. Bitte.